Ja, hallo Leute, hallo an alle Zuschauer auf YouTube. Heute mal ein neues Technik-Unboxing-Video. Und zwar habe ich hier das Samsung Galaxy S4 Mini in Schwarz, wie man sieht. Und zwar ist das, ja, wie man hier sieht, ein Angebot aus dem Amazon Warehouse Deals. Also es war besonders günstig mit, ich glaube, 120 Euro. Das ist auch aktuell noch ein günstiger Preis, weil das S4 Mini liegt eigentlich immer noch so bei 200 Euro. Und ja, ich mach's mal auf. Ich hoffe ja immer, also der Zustand war eigentlich wie neu angegeben, aber ist ja manchmal so eine Glückssache, ne? So, mal gucken. Sieht eigentlich ganz gut aus. Die Schutzfolie scheint drauf zu sein. Ja, also Kratzer oder so kann ich hier jetzt nicht ausmachen. Ja, hier ist so eine Besonderheit in dieser Version. Ist die Rückseite ja so eine Art Lederdeckel. Das ist interessant. Fühlt sich sehr leicht an. Der Akku ist noch nicht drinne, denke ich. Ja, gut. Anleitung. Dann haben wir ein Micro-USB-Kabel. Natürlich, ganz klar. Dann hier Kopfhörer. Die sehen gar nicht mal so schlecht aus. Dann ups, hier noch ja, verschiedene Stecker, Ersatzstecker für die Kopfhörer. Das ist praktisch. Ja, hier der Stecker für das Netzteil bzw. Oder das ist der Netzstecker für das Ladekabel. So kann man sagen. Ja, und hier der Akku. Ja, zum S4 Mini, was gibt es dazu zu sagen? Das ist zum S4 Mini, was kann man sagen? Es ist ein relativ handliches Gerät. 4,27 oder 4,3 Zoll, wobei also hier mal das zum Vergleich mein Xperia Ray, das ist eigentlich so mein Lieblingshandy gewesen. Das hat 3, irgendwas Zoll, ist dann noch ein bisschen kleiner, wenn man das mal so übereinander legt. Ja, ansonsten hat es eine 8-Megapixel-Kamera, Full HD. Videos kann man damit aufnehmen. Android weiß ich jetzt bei dieser Version nicht. Irgend 4 Punkt irgendwas natürlich. Ja. Soweit eigentlich ganz gut alles. Ja, das war es eigentlich schon. Mein kleines Unboxing zum Galaxy S4 Mini aus dem Amazon Warehouse Deal.